haben Sie Ihre potenzielle Fake Party erreicht. Bei der nächsten Gelegenheit bitte rechts abbiegen. Mensch, auf den Meter genau, was? Bitte? Ja, du bist meine potenzielle Fickparty. Sorry, verstehe ich nicht. Ja. Oh, hab ich vergessen auszuschalten. Sorry. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Love and Sex. Ja, und heute reden wir über Online-Dating-Plattformen und Apps. Nur 800 Meter entfernt. Match. Jetzt kann ich mit dir schreiben. Mega geil. Das schreibe ich mal. Irgendwas Kreatives. Hi, wie geht's? Viel besser sind aber die meisten Online-Partnerbörsen auch nicht wirklich. Lars Clement, 1,80 groß, sportlich. Und jetzt Hobbys. Segeln, Parcours, Fallschirm, war schon auf dem Mond, also Raumfahrt, Fechten, Surfen. Ich reise sehr gerne. Ich bin auch gerade nicht in Deutschland. So, noch ein geiles Profilbild. Was haben wir denn da im Angebot? Ja, nehmen wir Bradley Cooper. So, und online. Ein internationaler Schauspieler? Mensch, den schreibe ich gleich mal an. Krass, schon eine Nachricht. Zahlt sich aus, hä? Gut wäre es, wenn man ehrlich bleibt und nicht ganz so viel lügt. Denn spätestens beim ersten Treffen kommt alles ans Tageslicht. Oh, du bist Black Widow? Oh, ich dachte, du wärst der aus Hangover, Lars. Natürlich nicht. Oh, nee. Du siehst auch nicht aus wie Scarlett Johansson. Ja, aber du siehst aus wie Bradley Cooper oder was? Bisschen? Nee. Man sollte sich auch überlegen, warum man sich auf solchen Plattformen anmeldet. Worauf seid ihr aus? Sucht ihr die große Liebe? Oder wollt ihr nur ein wenig flirten? Oder sucht ihr das Abenteuer? Vielleicht auch nur eine kleine Affäre? Oh. Das eine muss das andere jetzt nicht zwangsläufig ausschließen. Allerdings solltet ihr nicht zu große Hoffnungen in solche Plattformen setzen, wenn ihr jetzt die große Liebe sucht. Ach, Lars. Hier unten sind noch zwei Videos zum Survival Guide. Oben könnt ihr abonnieren. Und wir sehen uns nächste Woche wieder bei Love and Sex. Oh. Ich schicke doch keinen Kuss daraus.